Stand jetzt spricht nichts, und ich betone nichts, dafür, dass die Tat einen terroristischen oder islamistischen Hintergrund hat. Im Gegenteil. Es spricht alles für eine persönliche Auseinandersetzung, die in unsagbarer Weise eskaliert ist. Der Täter öffnete kurz darauf das Feuer auf die anrückenden Polizeibeamten. Es folgte ein Schusswechsel, bei dem ein Polizeibeamter verletzt wurde. Der Täter selbst wurde durch Polizeibeamte angeschossen. Er wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb wenig später im Krankenhaus.